Ja, hallo liebe Retro-Freunde, herzlich willkommen zu meinem ersten Mask-Video, zu meiner ersten Vorstellung eines Mask-Fahrzeugs. Ich hoffe, ich kann das hier einigermaßen gut rüberbringen. Ich fange heute an hier mit Raven, ein Fahrzeug der Guten, also auf der Seite von Mask. Ich fange mit dem Fahrzeug an aus dem einfachen Grund. Wie ihr hier seht, habe ich die Originalverpackung dazu bekommen in einem recht guten Zustand. Da das ja eher was Selteneres ist oder eher eine teurere Geschichte ist, habe ich mir gedacht, fange ich dann auch mit diesem guten Stück an. Fast alles andere aus den Konvolten habe ich ja im losen Zustand bekommen. Und das hier ist eins von zwei mit Originalverpackung, was ich zum guten Preis bekommen habe. Und dann dachte ich mir, fange ich mit den guten und sehr gut erhaltenen Sachen an. Wir haben hier die Originalverpackung. Man sieht auf beiden Seiten das gleiche Artwork. Am Rand der Verpackung sieht man hier, wie man das Fahrzeug verwandeln kann. Und auf der Seite hier sieht man jeweils das Action Future. Das ist jetzt nur der Karton an sich, den lege ich mal zur Seite. Ich habe das gute Stück natürlich schon ausgepackt für das Video. Kommt hier auch noch sogar mit diesem Karton Inlay. Also ist wirklich noch sehr gut erhalten. Das klappt man dann hier so auf. Im Inneren befindet sich dann hier das Fahrzeug. Kann man hier nochmal aufklappen. Und dann kann man das gute Stück hier rausholen. Und hier im Inneren des Kartons sind auch noch zwei Sägeblätter. Die kann man mit diesem Fahrzeug theoretisch verschießen, indem man diese hier vorne im Fahrzeug einsetzt, reindrückt. Und dann gibt es irgendwo einen Abzugmechanismus und dann kann man das Ganze abschießen. Ich glaube, das war hier hinten. Konnte man hier so dran ziehen, loslassen und dann kam dann vorne das Sägeblatt raus geschleudert. Ja, das Fahrzeug an sich habe ich ja auch noch mal im losen Zustand, wie man hier sehen kann. Also ich habe jetzt zwei davon. Ist ein Trans Am, soll ein Trans Am darstellen im Fahrzeugmodus. Im Inneren, ja, wer sitzt denn eigentlich im Inneren? Das ist eine gute Frage. Kann ich euch jetzt spontan gar nicht sagen. Ich weiß, dass dieser gute Mann hier im Inneren besitzt noch die Hokuspokus-Maske. Nein, nicht die Hokuspokus-Maske. Nein. Die Gulliver-Maske. Die Gulliver-Maske, mit der kann er Sachen vergrößern und verkleinern. Ich weiß gar nicht wann, lass mich mal gucken. Callahan Burns heißt der Agent bzw. der Fahrer mit der Hokus-Gulliver-Maske. Hokus-Pokus ist im anderen Fahrzeug, glaube ich. Ja, das Fahrzeug ist an sich eigentlich recht cool. Also früher als Kind hat man damit auch auf so eine Art Knight Rider nachgespielt. Auch wenn es eigentlich so ein bisschen lächerlich ist. Aber man hat da so ein bisschen mit Knight Rider gespielt. Auch weil man hier als Action Future wird das Ganze ja... Ich baue das erstmal um. Also man kann das Ganze in eine Art Luftkissenboot umverwandeln. Also man kann hier hinten einen Heckspoiler ausfahren. Man kann hier die Türen nach unten öffnen, was ja natürlich total untypisch ist für ein Fahrzeug. Man kann per Knopfdruck hier vorne das Ganze einmal hier umblättern und dann kann man überall die Reifen umklappen, kann dann noch sowas wie Laserstrahlen ausklappen, wobei ich jetzt nicht wirklich den Sinn verstehe, wenn man die Teile hier hoch macht. Und dann hat man ein angebliches Luftkissenfahrzeug. Man hat es aber früher auch gern einfach nur als Flugzeug benutzt, denn nur als Luftkissenfahrzeug, naja. Was man natürlich früher auch noch gemacht hat, war einfach im Fahrzeugmodus, dass man eigentlich gar nicht viel verwandelt hat, wenn man zum Beispiel Knight Rider nachgespielt hat. Hat man einfach nur hinten den Heckspoiler hochgemacht, wie es bei der Knight Rider Verwandlung immer war. Und hat dann hier vorne die Scheiben halt rausgeschossen und das war's. Als Flugzeug haben wir das persönlich
dann eher seltener benutzt, weil, keine Ahnung, man spielt halt so damit. Ja, na gut, im direkten Vergleich könnte ich jetzt sogar noch nicht mal sagen. Also hier bei dem fehlen die Sticker bei diesen aus dem Convult. Ja, das war eigentlich schon der Raven. Also viel mehr kann ich euch jetzt gar nicht zeigen. Also könnt ihr im Prinzip jetzt schon abschalten. Kommt jetzt wahrscheinlich nur dummes Gelaber jetzt noch. Der Trans-Am an sich ein schönes Fahrzeug. Die Verwandlung gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut. Ist jetzt auch nicht eins der Fahrzeuge, was ich jetzt unbedingt in einer eventuellen Sammlung haben müsste. Da bin ich eher so auf die, ich weiß nicht mal, ob man es die Wave 1 nennen kann. Hier Rhino, Switchblade, Piranha und den ganzen Kram, den man halt am Anfang in den Serien gesehen hat. Obwohl Raven auch vorkam, aber halt nicht im Intro, glaube ich. Sagen wir mal, die Fahrzeuge aus dem Intro, das waren so meine Favoriten. Die Reifen sind noch weich. Hatte ich ja schon erwähnt, das Thema. Ein Gummi kann nach über 30 Jahren hart und brüchig werden. Gerade bei den Masken leider ein Trauerspiel. Ich weiß jetzt nicht. Ja, ich will jetzt nicht ausprobieren. Also die Maske ist, ich würde sie jetzt mal als hart bezeichnen. Das Problem ist, wenn die hart sind und man zieht sie ab oder steckt sie drauf, dann zerbröseln die direkt in der Hand und das war's dann. Also sollte man das lieber lassen, wenn man nicht direkt merkt, es ist weich. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ich habe es ja bereits in meinem Ankündigungsvideo erwähnt. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich von den Konvulten behalte, ob ich alles behalte oder nicht. Der Raven wäre jetzt ganz ehrlich gesagt eher ein Kandidat zum Verkauf. Müsste ich mal schauen, was man dafür noch kriegen könnte auf eBay. Denn ich will jetzt nicht anfangen zu sammeln und davon jetzt irgendwas original verpackt haben und andere Sachen nicht original verpackt haben. Der Zustand ist wirklich gut eigentlich, wenn man mal von diesen paar Schönheitsfehlern hier an den Rändern absieht, die so die meisten Verpackungen eigentlich haben. Wie gesagt, ich habe das Fahrzeug noch lose. Ich schau mal. Also ein Raven wäre jetzt nicht unbedingt ein Fahrzeug, was ich mir original verpackt aufheben wollen würde. Wie gesagt, dafür habe ich andere Fahrzeuge im erweiterten Blickwinkel, die mir mehr gefallen würden. Und da der jetzt noch gut, einen guten Zustand eigentlich hat, bin ich da Hoffnung, dass ich vielleicht da bei eBay noch was rauskriegen würde, wenn ich es als Auktion einstelle. In Kombination mit dem nächsten Fahrzeug, was ich noch zeigen werde, könnte ich da schon theoretisch den Kaufpreis rausbekommen von dem Convult, den ich ersteigert habe, sodass ich die restlichen losen Fahrzeuge praktisch als kostenlosen Bonus besitzen würde oder dazu bekommen hätte sozusagen. Ich weiß es nicht. Ich kann auch überhaupt nicht den Wert, den wirklichen Sammlerwert einschätzen von einzelnen Figuren mit Verpackung, ohne Verpackung. Ich muss mich da immer ein bisschen nach eBay richten und da sind die Preise ja eh immer teilweise, was heißt immer, teilweise von jenseits gut und böse. Aber das soll es denn jetzt auch gewesen sein. Das war der Raven von Mask. Haut es mal in die Kommentare. Wer mit sowas früher gespielt hat, ob ihr euch an das Fahrzeug erinnert, an was für Fahrzeuge ihr euch noch erinnert. Und ansonsten ziehe ich das Ding jetzt einfach mal durch, hau hier ein Fahrzeug nach dem anderen mal rein. Die Videos werden kürzer werden, länger werden, je nach Fahrzeug, was ich halt zu erzählen habe. Und dann habe ich das auf jeden Fall schon mal als Erinnerung hier auf meinem Kanal, auf Stanleys Filmzimmer. Und alles andere schaue ich nach. Wird die Zukunft bringen, mal schauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr auch bei diesem Thema heute wieder eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.